Und das einmal grüezi miteinander und herzlich willkommen. Es ist mal wieder Automobilista 1 Zeit und ich bin nicht allein. Es fahren wieder mit mir Jake und Joker. Hallo. Servus, grüß euch. Habe ich aber letztes Mal schon gesagt, ne? Ja. Der Jake, unser Neuösterreicher. Ja. Was soll ich sagen? Das macht ja tierisch Spaß, hier so zu reden. Also wahrscheinlich macht es ja nur mir Spaß, aber das ist mir ja scheißegal. Das ist mir ja völlig wurscht. Ich kann mir einen Hobel nach. Also wenn das stört, dann kann ich sagen, legt's mir am Arsch, ja. Also. Das passt doch, du kannst es auch noch so gut. Bei mir tät sich das so blöd anhöre. Was ich hinkrieg, wäre Schweizerdeutsch, aber ich glaube, das will jetzt nicht unbedingt jemand hören. Ich kann mich erinnern, das hast du einmal gemacht. Bei der Race 07, bei der WTCC-WM hast du den Erlenmenü beschimpft. Da kam der Schweizer durch. Ja, also was soll ich sagen? Also ich kann es ja schon schwätzen. Also es ist schon nicht so, dass ich es nicht kann. Aber ich glaube, dass den Leuten dann die Ohren abfallen, wenn ich das jetzt die ganze Folge so mache. Da klingt doch Jake, sei Österreichisch ja viel besser als mein Schweizerdeutsch. Ich könnte mir schon vorstellen, dass du damit dann nicht ganz Unrecht hast, dass die Leute da so ein bisschen den Anfall kriegen, wenn du jetzt die ganze Zeit hier auf Schweizerdeutsch daher quatschst. Ui, die Strecke muss man auf jeden Fall mal lernen. Gott sei Dank ist das so ein Schaden, so ein empfindlicher Mod. Ja, ich habe es noch nicht erwähnt. Ich wollte letztes Mal schon Kialami, jetzt hat man den BRR genommen. Jake hat sich immer noch den Minardi genommen. Er mag einfach das zitronengelbe Auto. Und Joker hat den sauber. Den haben wir auch schon mal von mir gesehen. Die Strecke gab es auch mal in Race, glaube ich, aber in einer 1990er-Variante. Aber die bin ich noch nie gefahren. Also die kenne ich auch noch gar nicht. Also ich kenne, dass es Autopolis gibt und dass es in Japan eine Strecke ist. Aber ich weiß nicht, wie sie geht. Was tappt du, dumme Sau? Jos, nicht Max, ne? Da steht Schumi. Vor der eine Brücke. Arschgesicht. Aber die Strecke wird, glaube ich, heute noch befahren von der japanischen Super GT, meine ich. Ist das eine Strecke von denen und der Super Formula? Bin ich aber auch bei Race 07 drin? Ja, aber ich glaube in einer älteren Variante. Ich glaube, da heißt die Autopolis 1990. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, die Betreiber nicht eine Streckenvorstellung gehabt, aber das wäre eine andere japanische Strecke, aber mir kommt die ja deswegen mit diesem auch kann sein, eine hügelige Landschaft so bekannt vor. Ja, wäre ja möglich, weil ihr habt ja, glaube ich, auch alphabetisch weitestgehend gemacht. Eben. Da liegt natürlich A dann relativ weit vorn. Anno Dürin. Bildsheim habt ihr schon mal gehabt, das weiß ich. Aber das war ja kein ernstzunehmendes Rennen. Irgendwann lief es da für beide nicht so gut, für dich und Valvo nicht. Ich glaube, Jake war auch dabei. Da wurde einfach mal alles quer durch die Strecke geschoben. Dann hat sie eine Runde sehen können, die Strecke. Aber man hat die bei mir auch schon gesehen, die Bildsheim-Strecke. Da ist nur die Boxengasse so verbuggt. Da kann man als menschlicher Spieler nicht in die Box fahren. Macher kommt auch nicht mehr weg hier. Diese Alter, ich bin so langsam. Ja, die Stelle muss ich mir auch merken. Die ist sehr, sehr tricky hier. Obwohl, wenn wir jetzt schon von Sprachen reden, ich muss ehrlich sagen, was Joker gern mit seinen, ich hoffe, ich darf sagen, Glanzstrumpfhosen hat, muss ich ehrlich gestehen, ich glaube, wenn da so eine Holländerin mich da auf Holländisch oder so eine Schweizerin auf Schweizerdeutsch, das wird mich irgendwie schon geil machen, glaube ich, die Sprache. Ich weiß nicht warum, ja, aber Holländisch und Schweizerdeutsch dann auch noch so erotisch an, also das wird mich schon geil machen, die zwei Sprachen. Jetzt an unsere sexuellen Vorlieben noch auszubreiten, oder? Als ob wir da nicht schon so oft irgendwas ausgebreitet haben in deiner Folge. In den Folgen weiß ich nicht. Ich habe nur, glaube ich, gestern, wo die Halbfinale da war, die albanische, die halt mich tierisch geil gemacht hat mit ihren ganz Strumpfhosen. Ja, das noch nicht mal unbedingt. Bin ich so der Hupenfetischist, muss ich gestehen. Tisch.
So, ist das auch raus, Gott. Der Villeneuve steht da, aber da es mein Teamkollege ist, verweigere ich dir, und weil es Villeneuve ist, verweigere ich dem eine Starthilfe. Oh, um Himmels Willen, jetzt steht der nächste. Ach Gott. Villeneuve steht da irgendwo an der Stelle. Also die Strecke ist nicht ohne, liebe Leute. Und der Heidfeld da, der dreht sich im letzten Abschnitt. Oh, Autopolis ist nicht sehr einfach. Also das ist jetzt, wenn Vanport letztes Mal, das war ja einfach, schön und einfach. Und das ist zwar auch schön, die Strecke. Also die Japaner, eine interessante Strecke, aber die hat's in sich. Also auch keine Strecke für die Formel 1, weil zu viel Sand und Kies hier. Ja, das kann man ja ausrotten. Und dann. Ich bin irgendwie echt verwundert, dass die Karren, die rutschen hier wie Sau, oder? Naja. In Okayama haben sie aber auch schon gerutscht, wo man das andere ja. Oh, da steht Trulli jetzt. Aber hier ist Alter. Kann sein, dass hier der Asphalt auch sehr rau ist. Der sieht nämlich schon grafisch hier so rau aus. Ich weiß nicht, ob man das in dem Video richtig gut sieht. Aber man sieht es hier, also ich sehe das von mir, sieht sehr rau aus. Und mit dem zweiten und dritten Streckenabschnitt, weil da viele Kurven gibt, die sich gut raustragen können. Das hier zum Beispiel. Und da, wo der Schumacher auf der einen Seite und John Luke auf der anderen steht. Das ist der Trulli. Yellow Flag, da kommt der Jacques Villeneuve dann. Ah, ne, halt, da dreht sich ein Eddie Irvine. Ein Jaguar wollte ich sagen, aber dann habe ich schon den Namen gelesen. Also, Eddie hat heute wieder zwei Whiskys zu viel gehabt. Schon kriegt er die Strecke nicht hin. Ganz auch so faszinierend, wenn du jetzt da in dem Brüllerbuch liest, denn. Wie die denn halt philosophiert haben, gerade wo der Cerveda oder wie er hieß, tödlich verunglückt ist, denn der Stewart und der Lauda dann philosophiert haben, oder was, wie man diese Kurve am besten danke, fahren kann und ob der halt den Fahrfehler damals so nie gemacht hat oder ob der wieder, weil der ist ja nie geklärt worden, richtig, wie der da ums Leben kam. Und Lauda meinte halt, dass das ein Fahrfehler von ihm war, dass er viel zu schnell war. Und ob man den halt, ob man den im vierten Gang oder im dritten Gang halt mit höheren Getriebeeinstellungen oder was denn eher durchfahren sollte. Ja, damals waren ja auch diese 70er Autos, es war ja nicht ohne diese Autos, die sie da gefahren haben. Ja, der Lauda war auch so ein Sicherheits, war ja auch wieder Stewart. Beide haben ja für die Sicherheit gekämpft. Und wollten ja solche tödliche Unfälle vermeiden. Lauda sowieso, nachdem er ja selber fast verbrannt wäre. Nur dem haben ja zwei aus dem Auto noch rausgezogen. Ein Italiener und auch der Hans-Joachim Stuck ist da ausgestiegen und hat dem geholfen. Würden die ja heute nimmer machen. Durften so gut, ja. Ich glaube nicht, dass die da aussteigen durften. Um der anderen zu helfen. Dann macht natürlich der Max so eine pietätlose Aussage in Richtung Grosjean. Das ist natürlich auch nicht so. Ja, ich habe es, glaube ich, schon sogar gesagt. Pietätlos eigentlich. Das gehört sich nicht. Aber was fühlt sich heutzutage nicht gehört und trotzdem muss man es angucken. Siehe ESC, von daher. Du ja, man muss es sich angucken, aber man kann es sich angucken oder man muss, wird damit konfrontiert. Wie gesagt, bei Discord hättest du auch die Möglichkeit, wenn es dir wirklich ja, du weißt, was ich meine, du weißt, ja, was ich ja, meine, weil heute wird halt vieles gesagt oder irgendwas und selbst was man nicht hören will, muss man sich anhören, egal ob es nun toll ist oder nicht. Und die ESC ist zum Beispiel so eine Sache, wo man einem heute konfrontiert wird und was man eigentlich überhaupt nicht sich vor ein paar Jahrzehnten vorgestellt hätte, dass das jemals ja, solche Ausmaße hat. Das ist nur meine Meinung. Ja, ich finde nur das Beschönigen vom NDR immer wieder so geil. Ja, die Message ist wieder falsch verstanden worden oder nicht richtig verstanden worden oder vielleicht falscher Zeitpunkt für die Message. Anstatt und auch immer wieder geil, wenn man das, ja, aber wir haben doch 3 Punkte gekriegt und die Italiener, die wohnen ja neben uns im Hotel, dann können wir mit denen ja feiern. Das war auch das Beste, wo ich gedacht habe, es ist doch immer schön, wie ihr noch alles beschönigen könnt. Jetzt akzeptiert doch mal, dass das einfach Rotz war, was ihr da abgezeigt habt. Das muss man halt, irgendwann muss man das mal einsehen. Es war Rotz. Vor allem haben sie, wieso ja dennoch wieder auch der
Kritik ja von der Berliner Zeitung ja auch, dass man ja halt durch diese ganze Einsparung beim NDR und alles ja eben so billig wie möglich sucht und der konnte ja, der hat seinen eigenen Song ja mitgebracht, was doch besser war und dann hat man ihn dann einfach den Meinung. Ja, das kommt noch hinzu. Früher haben die sich Mühe gegeben. Seit 2015 aber eh nur noch in dem Sinne macht und keiner erinnert sich ja, halt seit 2015 sich. Haben sie sich nochmal seit die Anna Sophie da oder wie die hieß doch, da. Doch, 2016 gab es nochmal einen Vorentscheid, da hat die Jamie Lee Krivitz ja, gewonnen, aber, danach nicht mehr. Ja, aber die war ja nun auch unter Ferne lief, also erinnert sich auch die keiner mehr an die. Das ist ja was zu meinen, dass sie die ja dann eben doch fallen lassen und da geht heute kein Haar mehr drüber. Ne, 2018 war der letzte Vorentscheid, der Schulte. Das war der Glücksgriff dann. Da hat es halt funktioniert mal. Er hat auch gut gesungen, aber und der Schulte hat auch das, was er gesungen hat, dann auch ehrlich gemeint. Das ist das Nächste, was ich denke manchmal, ob die manche ihre Songs dann, ob die das auch wirklich so meinen, was sie singen oder fühlen. Du hast doch, wo wir uns gestern die Beiträge auch durchguckt haben, Deutschland oder auch Österreich und Schweiz, die ganzen Beiträge, Achtung, da steht McLaren, DC kracht in die Wand. Dass aber du das sagtest, das bei Grazia, ja, das hat doch gar nicht gepasst, da hätte man doch, also mit Rock oder was will man da machen? Aber es ist halt ja generell, es ist halt ja schon mal mit Chris Rea gesagt, weil der dann auch mit den ganzen Schlaganfällen und das selber hat ja dann erst zu sich gefunden und hat ja dann in den letzten 10 Jahren gemeint, dass die ganze Popmusik alt, was er in den 80ern und so hat weiter gemacht hat, das hat er eigentlich nie gewollt. Er mochte eigentlich keine Popmusik und deswegen macht er das jetzt in andere Musik, die er halt schon wahrscheinlich seit seinen Kindeszahn eher machen wollte. Und das ist dann halt, machst halt das, was praktisch die Erfolg bringt. Ja, und ob du das nun magst oder nicht. Und deswegen stehen da wahrscheinlich viele beim ESC, die nun mal das überhaupt nicht verkörpern, was da eigentlich denn siehst. Und was macht er jetzt für Musik, der Chris Rea? Weiß ich jetzt auf jeden Fall, will er eigentlich nicht so unbedingt über diese alte Hits und so halt alt dann eher dann spielen oder dann halt in neuen Gewand, aber ich glaube, das ist halt. Ich weiß nicht, ob es halt diese World-Musik eher ist, diese Musikrichtung. Keine Ahnung. Also Driving Home from Christmas ist ein Weihnachtslied, was ich sehr gern höre. Also halt ein Pop-Titel halt und der wollte wahrscheinlich halt generell andere Musik. Ich müsste jetzt auch nochmal nachkicken, was der jetzt so. Ich habe mir ja mal den Wiki-Eintrag dazu durchgelesen. Aber ja, ich glaube bei irgendeinem österreichischen Beitrag von 99, wo du gesagt hast, also so wie die auf der Bühne stehen, du kannst mir doch nicht erzählen. Aber so war es doch gestern, dass die das gewollt haben, die Österreicher, haben sie jetzt gedacht, das muss jetzt so sein und jetzt singt's mal so. Kann sein, du deutsch 99, ich weiß jetzt schon mehr, was wir da gesehen hatten, was wir da für Beiträge. Also die Schweizer Beiträge weisen, nur hast du gesagt, mein lieber Mann, da waren aber auch Dinger dabei, also. Ja, vor allem kenne ich ja außer Rise Like a Phoenix hier und hier Paola mit Cinema vielleicht noch, aber ansonsten hat mir ja überhaupt nichts über die gesagt. Das, am besten war der Künstler Sepp, Alter. Ich habe hier noch ein paar Anekdoten aus dem Brüllerbuch. Helmut Marko gewinnt 1973 in Kylami das Tischtennisfinale gegen Niki Lauda. Grinsend mit dem Satz, unter Blinden ist eben der einäugige König. Im Jahr davor hat er im Clermont-Fonds sein linkes Auge verloren. Geil. Ach ja, schließlich habe ich ja Kinderstube und weiß, was ich gehört. Ich kapiere nicht, warum alle deswegen so begeistert sind. Niki Lauda 75 nach seinem jalanten Handkuss für Fürstin Grazia Patrizia bei der Siegerehrung in der Fürstenloge. Und hier, Niki Lauda über Weihnachten und Weihnachtsgeschenke. Der Hund kriegt eine Wurst, die Frau a Bussel. Ein klassischer Lauda, sag ich nur. Einer der Lieblingsfahrer von meinem Vater. Geh mal in das Replay, Joker. Stehen da auch die Fahrer alle? Mach mal Wiederholung. Da fahrt keiner. Wenn du auf die Wiederholung weggehst, fahren sie. Wenn du auf Wiederholung drückst, bleiben sie einfach stehen. Fahren bei der Wiederholung auch alle. Ne, bei mir stehen sie. Was denn stehen wir hier? Wahnsinn. Ich so, habe jetzt gerade gedacht, scheiße, es wird doch jetzt nicht. Aber bei mir, mal gucken, ob man nachher überhaupt ein Replay angucken kann von mir. Es kann sein, dass das hier gar nicht funktioniert. Also ich schreibe die Strecke mal auf, aber.
dass sie geht, aber ich merke schon an Jakes Reaktion. Ich schreibe sie mal auf, aber wenn es nicht sein muss, nehmen wir sie nicht, oder? Sie ist zumindest sehr anspruchsvoll und ich kann sie mir irgendwie nicht merken, muss ich gestehen. Das ist sie, sehr anspruchsvoll. Ich finde die vom Verlauf her und so finde ich die wunderbar. Aber zumindest mit der Mod hier. Ja, die Mod ist halt die Rutscher. Sehr, sehr arg, wie das teilweise rutscht. Also das kriegst du ja in einigen Kurven fast gar nicht hin. Aber die 2000er, also ein bisschen wie sonst bei dir, aber ich finde die ist generell ziemlich. Die ist rutschiger, ja schon, aber ist mir jetzt zumindest in Okayama nicht so negativ aufgefallen wie hier. Ja, aber hier hast du auch sehr viele Passagen, wo du bergauf, bergab und dann diese Kurven, aber lieber Mann, also gerade der letzte Abschnitt, wo du schnell da diese links, rechts und dann nach oben da und. Ja, es ist tricky. So, sind alle durch, ich sag mal ja, aber. Jake hat's auf die 8 immerhin geschafft, Joker auf die 17, aber auch Joker hatte Probleme. Ja, ich komme überhaupt nicht klar. Ich hab die erste gute Runde, die ich hinbekommen habe, danach war dann schon wieder Schluss. Ich hab mich eigentlich irgendwo immer in irgendein Kiesbett dann weggelegt. Ne, Softreifen hätte ich jetzt gar nicht Lust drauf. Ich tank mal 50 Liter, das wird passen. Dann wieder aus der Garage raus und hier drauf. Aber man merkt es, auch Jake hatte Probleme. Ja, KI ist gut mit dabei und Vorsicht, die fahren gerne einen hinten auf ihn ran, habe ich jetzt gerade festgestellt. Na, vor allem bei der Mod, der 2000er Mod, ist mir jetzt auch hier wieder aufgefallen im Qualifying. Das ist eine Mod, in der drehe die sich so gern. Also in keiner anderen Mod wie hier ist mir das jetzt aufgefallen, dass die Fahrer sich so gern drehen. Ich tue jetzt gleich schon mal den Motor kaputt machen, merke ich gerade. Hallo Michi, Kuckuck. Ja, guck mal, hier Hackinen und Schuhmacher, ja, ist das was hier. Oh, da qualmt schon. Schnell, der Michi, der war Treffer, der geht so wieder auf die ganze Zeit aufs Gas, ey. Ich hab's aber auch erst gerade eben gemerkt, denke ich, oh Gott, was macht denn das für Geräusche? Ach Scheiße. Viel Spaß, viel Glück. Wir sind ja nicht bei F1, viel Spaß, viel Glück. Aber es hat sich in Okayama auch wieder gefangen irgendwann. Da qualmt aber auch noch ein anderer. Und oh Gottes Willen. Mika Hakkinen hat gehen müssen. Sorry. Oje. Wo ist denn die Strecke? Ach du lieber Himmel. Button de la Rosa, das muss dann Joker gewesen sein. Oh, da dreht sich der Schlüpper weg. Vorsicht, Michi. Ich hab Mika Hakkinen weggeräumt beim mal wieder wie. Oh. Gottes. Also bei der 99er Mod wäre mein Rad wieder weg gewesen. Der Schlüpper steht jetzt. Bei der 99er Mod wäre mein Rad wieder ab gewesen bei diesem Idiotenstart mal wieder. Da mal wieder vergesse zu bremsen und den Hakkinen dann rausgekickt. Aber die werden mich eh gleich überholen. Achtung! Oh mein Gott! Oh ja, Gott. Die drehen sich hier gern in der Mod. Die drehen sich hier gern. Ah. Alter, Fall. Oh Gott, ja, die Kurve kriege ich auch nie. Alter, da vor mir auf der Streckenkarte sieht's nach einem verdammten Chaos aus. Eieieiei. Also Joker, diese Mod, die fahren nicht nur an dich ran und können gut mithalten, sie drehen sich auch auf fast jeder Strecke, habe ich das Gefühl. Ja, wie gesagt, weil es hier, glaube ich, extrem ist, weil generell ist es hier sehr rutschig. Die Mod ist so rutschig, dass die Fahrer sich drehen. Also ob das eine WM-Mod wirklich ist, wenn ja, die doch, das schon. Also das würde ich schon sagen. Das, aber man muss es halt so sehen. Beklagt sich immer wieder Mika. Darum, dass die KI die Probleme nicht hat, die einer selber hat, dass die halt da durchfahren kann wie nix. Und das ist hier einfach nicht der Fall. Die KI hat. Ja, stimmt, bei R-Faktor 2 war das ein großer Kritikpunkt. Warum auch Joker das Spiel nicht mehr mochte. Okay, jetzt kann man es natürlich auch eh nicht mehr gescheit aufmachen online. Automobilista ist wirklich noch eins der wenige nach Race, wenn Race noch gehen würde, wo man noch so aufmachen kann ohne größeren Dinger. Der R-Faktor muss man jetzt auch schon weiß, was zusammenwirken, damit es geht. Ja, aber stimmt, dann hast du recht. In dem Sinn macht die KI auch Fehler und scheidet auch aus. Wie gesagt, hier ist es auch, glaube ich, wieder an dieser Stelle wie Runde 1. Hier ist es halt auch, glaube ich, sehr extrem, weil die Strecke doch sehr rutschig ist. Also in Okayama hattest du so viele Crashs nicht. Nein,
Da hat es einen Startcrash einmal und dann war gut. Mann, ich krieg es nicht hin. Diese Kurve mag ich auch. Oh Gott, ich ahne schon wieder, da stehen schon wieder drei Autos, aber die Kurve kriege ich da nicht hin. Nein, da will mich jetzt schon wieder einer überholen. Mika, 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 Mika! Uiuiui. Da überholt er mich. Oh Gott, da dreht sich der Einfeld wie im Qualifying schon wieder hier. Mann, ich... An sich hat die Strecke was. Ist eine interessante Japan-Strecke. Also, man muss mal sehen, dass außerhalb von Suzuka, Fuji und Okayama auch noch andere Japan-Strecke existieren, die sehr interessant sind. Ich glaube, mit einem Tourenwagen könnte man sich so eine Strecke ja auch vorstellen. Einfach nur durchkommen. Ich will nicht mal ja. unbedingt vorne ja. mitspielen. Ich will einfach momentan nur durchkommen. Das will ich auch. Und im Moment würde ich sogar im Mittelfeld fahren, weil der Mika überholt mich jedes Mal und dreht sich. Also wenn ich da am Ende noch Top 15, Top 10, Top 15 schaffe, ist das super. Und tschüss, Wilners. Na, den kannst du von mir. Ich fange wieder an in der Kurve. Achtung. Ah. Button, Verstappen und Fisichella sind schon raus. Gibt so zwei, drei und Stellen. Wurz und Herbert sind auch raus. Die merke ich mir auch nicht. So, hier kommen wir wieder zur berühmten Da war Stelle. Nick Heidfeld. Oh, um Gottes Willen, das ist ja hier F1-Friedhof. Nick Heidfeld ist hier vor mir, der hat es sich gedreht. Die Stelle kapiere ich nicht. Ah, da bremst er wieder zu spät. Hier ist auch wieder gelb. Der letzten Passage nach oben. Ja, hier steht, oh Gott, hier steht ein Ferrari, glaube ich, und ich weiß es nicht, was es noch war. Was noch rot sein könnte. Ja, die Kurve ist auch sehr, da ist gelb. Da hat sich Nick Heidfeld weggedreht und in die Wand gesenkt. Ich bin schon 9. mittlerweile. Da muss also noch mehr wie einer gestanden sein, weil ich war gerade 12. Ja, wie gesagt, zum letzten Steil stand 2. Glaub, okay, dann war das da. Häkkinen stand da noch, glaube ich. Okay. Da kommt jetzt wieder was. Caution Flag ist out. Oh, da drüben. 7. Hab man nicht erkannt. Ich habe nicht gesehen, wo sie standen. Außer auf der Streckenkarte, dass da welche außerhalb standen. Also wenn das so weitergeht, komme ich doch noch in die Punkte. Also nach altem System müsste nur noch einer wegdrehen. Wäre ich schon 6. Du musst aber erstmal durchkommen, wenn noch ein paar hinter dir sind. Oh ja, und ich muss vor allem auch die Strecke hinbekommen. Alter! Was zur Hölle, Pornoralle? Es stimmt ja mit dir nicht, da stehen sie auch wieder. Ich bin so langsam eigentlich unterwegs. Tja, ich auch, weil ich die Strecke nicht intus krieg. Die ist... Da war Vanport wirklich Schwierigkeitsgrad sehr leicht. Ja, Pornoralle, hast mich zwar überholt, jetzt hier, also zurück überrundet, aber du drehst dich doch gleich weg, so wie, das, so wie du fährst. Und, oh, konnte sich halten, nicht so wie Heidfeld. Ich komme auch nicht hinterher. Ich rutsche raus. Ach, die Stelle ist auch... Eieiei. Ja, also da bin ich, glaube ich, jetzt in 3 von den 4 Runden rausgerutscht. Diese eine Haarnadel-ähnliche auf dem Berg oben. Da, wo der F1-Friedhof ist. Ja, jetzt habe ich schon wieder eine Position gewonnen, 3. Oh, ich bin 6. Da muss schon wieder einer weggeflogen. Bin schon in Punkten. Das könnte auch ein schöner Folgentitel sein. Der F1-Friedhof von Autopolis. Ja, ich habe jetzt auch schon wieder keine Lust, nochmal die ganzen Folgen teilweise durchzugucken. Also Folge 19 habe ich unten nochmal. Geiler Dreikampf und Takagi versus Panis genannt. Ich mache das ja, immer so beim Essen. Immer eine Folge für Nick. Ich oh Gott, hier stehen sie ja auch schon. Ich habe da meine Textdatei und da habe ich so viele Folgentitel schon rausgeschrieben. Bei der 5-Runde-WM mit den 22 Strecken wird's lustig. Was ich da für Folgentitel finden werde. Da mache ich schon ja keine mehr.
Dir ist das dann zu blöd, weil du keine findest und sagst du, komm, lass es das. Nö, ich hab keine Lust momentan, das dann nochmal so nebenbei mir irgendwie anzuschauen. Wie gesagt, ich guck mir dann die Folgen dann bei euch ja dann nochmal an, aber selber jetzt die mir dann nochmal anzugucken für mein Video. Weil bei Automobilista mache ich das da vielleicht noch jetzt mit irgendwie da einen Namen finden, aber Folgentitel aber da. Bin ich wieder rausgerutscht. Die ist auch übel, da trägt dich raus. Ansonsten ist der BR nicht schlecht. Der sieht ja auch designig gut aus. Ich habe aber den 2.1er als Modell nur und den 2.5er. Jake hat sich mittlerweile auf die 1 gearbeitet. Oh, ich bin schon Förder, Irvine und Dienitz sind raus. Und Ralf ist 3 Sekunden dahinter. Also wenn es ganz toll läuft, sind wir am Ende die einzigsten drei. Ja, habe auch schon gedacht so. Aber na, De La Rosa ist jetzt hoch für die Überraschung. Der Jake steht zwar. Ich werde ihn nicht bekommen. Hier ist wieder gelb und der De La Rosa dreht sich. Ja, die KI hat hier nicht mal das mehr wie das halbe Feld ist weg, Joker. Also die überleben die Strecke hier nicht. Also für die Mod eignet sich die Strecke, glaube ich, nicht als WM-Strecke für 10 Runden. Da müsste man halt schauen, wie das mit anderen Mods ist. Zum Beispiel mit der 99er, die ja grundsätzlich nicht ganz so rutschig ist. Ob das da gehen würde. Hier steht der Barrichello. Dass man dann halt, man kann ja auch bei sowas hier mit den Strecken entsprechend variieren. Das heißt eben, dass man Autopolis dann nicht bei der 2000er WM einsetzt, sondern nur bei der, keine Ahnung, bei der 99er oder wo auch immer. Bei die KI da möglicherweise klarkommt. Ist da, glaube ich, auch nicht so empfindlich. Ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe zumindest auch die Aggressivität auf normal wiedergestellt, ihr habt. Da kommt mir natürlich dann wieder zugute. Aber ich bin ja am Start ja auch beschissen wieder erfahren. Ich bin ja da in die erste Kurve drin und dann habe ich Jake da hinten angetouched. Na, ich. Was soll ich sagen? Ich bin da rein, dann start mal wieder wie ein typischer Beisammer. Wir haben gleich mal so einen McLaren weggeräumt. Wenn das nicht Häkkinen war, dann war das wohl DC, den ich da abgeräumt habe. War ja auch wieder so glanzvoll wie in Vanport beim letzten Mal. Das war auch klar, dass ich da rausrutscht. Die habe ich ja schon so blöd angefahren hier. Da steht wieder ein Auto. Aber das war schon mal da. Oh nein, nicht rauskommen aufs Gras. Das ist nicht gut. Das verbrocknete Gras. Ich weiß jetzt nicht, welche Version du da gewählt hast. Es sieht sehr nach einer Frühlings- oder Herbstversion. Könnte auch eine Sommerversion sein, vertrocknetes Gras. Ich glaube Sommer eigentlich. Ja, ja. Ja, das sieht auch so aus. Da ist gern das Gras vertrocknet. Also für Kiefer ist Sommer keine gute Jahreszeit. Sind nur noch 5 im Rennen. Ja, geil. Kann ich ja schon. Steht da gerade irgendwo. Dann kann ich ja nur noch 5. werden, maximal. Im schlimmsten Fall. Weg jetzt da oben wieder die Passage. Obwohl, ich bin sogar schon überrundet. Da hier steht bis zum Caution. Ja, Ralf steht hier. Und da wird er auch bleiben. Na, Ralf, den. Der ist hinter dir. Oh, da steht der mich. Ah, jetzt bin ich auch. Da kommt doch einer, da kommt doch einer nicht. Bist du sicher, dass der noch kommt? Weiß ich nicht. Das war auch anders gemeint, die Frage. Bist du sicher, dass der da ankommen wird? Denn auch auf der rutschigen Strecke heißt es immer noch Don't Overtake Michael Weisler. De La Rosa steht jetzt da vorne irgendwo. Aber der, heißt, der Michi wird gleich Dritter werden. Aber der steht hier irgendwo. Ja, ich muss selber wieder auf mein Ding achten.
Obwohl bei der KI, so viele sind gar nicht mehr da, die mich noch overtaken könnten. Ist jetzt nur noch De La Rosa. Achso, ne, er steht da, wo du gerade gestanden hast. Also in der nächsten Runde müsstest du... Ja, jetzt ist er weg. Da bist du jetzt gleich Dritter. Jetzt sind nur noch wir drei. Geil. Drei Runden vor Schluss. Das wäre mal dummes, denn Formel-1-Rennen aus. Noch drei im Ziel. In den 90ern war sowas noch Standard. Da hast du sowas in Monaco noch erleben können. Drei im Ziel. Das würde aber hier noch mehr geil sein, wenn halt wirklich auch hier die Karren dann öfters mal irgendwas, Motoren oder irgendwas Defekte hätten. Ja, aber ich glaube, wenn du sie anmachst, endet es wahrscheinlich wieder so, ja, wie in... Ja, wenn man halt so wie jetzt normal eingebaut ist, müsste es halt auch öfter passieren, dass das mit den Autos dann ist. Aber das ist alles aus Kostengründen, muss das alles ewig halten mittlerweile. Jetzt springt der Michi gleich von 4 auf 3 in der nächsten Kurve. Die ich nicht bekomme. Da ist Yellow Flag. Ja, das ist wegen mir. Danke. Aber ich roll jetzt einfach wieder vorsichtig zurück. Achso, ist ja eh keine Sau mehr, außer Jake und sogar noch mit mir. Ah, ich bin schon auf P3. Ah, ich bin auf P3. Wir drei überleben das. Den F1-Friedhof von Autopolis. Also das kann man wirklich als Friedhof bezeichnen, das Rennen hier. Wird doch bei Race 07 auch bei in Dijon, oder? Wo die sich da alle eingeparkt haben. Das war der Parkplatz damals, ja. Es war auch geil in dem Regenrennen, wo sie da alle am selben Ding eine Grillparty veranstaltet haben. Nein. Was ist das schon? Was war das da, wo ich dir gesagt habe? Halt mal die Fresse! Wo Kenny dann, glaube ich, bis der Tank leer ist, gefahren ist. Damit er sicher in die Punkte kommt. Bei dem bei dem 2000er Mod sieht man die Helme besser in den Onboard-Kameras. Mhm. Aber das irritiert dich jetzt nicht, oder Jake, diese Helme? Oh, nö, ich finde das ja echt gut so. Aber ich finde jetzt, ja, dadurch, dass man das sieht, ist es schon wieder ein bisschen, ja. Die sieht nicht. Das ist nicht so wieder mein Fall. Doch, ich habe, du hast doch bei F1 deine Kamera so weit eingestellt, dass du deinen Helm siehst. Ich finde es ja auch immer cool. Ja, ich finde sie aber, wenn sie höher vor allem ist, die Kamera besser. Ich finde es, wenn sie so niedrig ist, da hinten. Nicht so meins. Teleglow. Ja, Glückwunsch, Jocke. Jake. Und ich komme auch gleich. Ausgerechnet dieses Minardi vor Sauber und BAR. Die Topfahrer alle raus. Das ist das Podest. Gut, Michi. Auch wenn wir nur noch die einzigen drei waren. Podest ist Podest. Man muss ja immer erst durchkommen in so einem Rennen. Und früher gab es sowas öfters mal. Ich sag nur, Monaco 96 und auch Monaco 97 waren nicht mehr allzu viel im Rennen damals. Ja, bei mir steht's Replay. Ich würde aber trotzdem gerne... Gucken wir uns das Replay an? Ich werde versuchen, zumindest gerade so diese erste, die zweite Runde, zumindest wo die sich da alle einbauen. Dass ich das jetzt mal hier schnell drauf habe. Damit genau, das, ich glaube, sonst... wieder was basteln kann. Das, ja, Sandman mache ich da auch später bei. Wenn es jetzt so ein spannendes Rennen wie damals hier Gash Park, wo ich da mit Physico und mit Villeneuve da den Kampf hatte, kann man sich so in den Replay nochmal mal bis zu ändern gucken, aber sonst war der jetzt nicht... Im Gash Park. Etienne. Gash Partout.
auch ein französisches 80er-Lied. Jo. Hatte keine Deutschland-Platzierung bestimmt, oder? Ich kenne mal Platz 10 in Deutschland. Ah, doch, okay. Da siehst du, im Replay-Modus geht es Replay. Aber in dem in der Lobby nicht. Und das können wir uns gleich den Start angucken aus meiner Sicht. Es war tatsächlich der 1er McLaren von Mika, den ich da abgeholzt habe. Aber schön, dass du wirklich den nur mitnimmst und die anderen. Los, Mika, komm, ich will mit dir spielen. Lass uns rausfahren. Aber guck mal, wie auch dämlich auch schon wieder, ja? Also, ich weiß ja, nicht. Wenn ich da auf die Linie, wo ich halt da innen war, wo ich dann den Jake da aufs Korn nehme. Das will ich auch nochmal sehen. Und da hatte bestimmt der De La Rosa was mit zu tun, oder? Ja, ich bin halt dem Jake erstmal da hinten drin gefahren. Aber es war natürlich halt auch eng. Jetzt müssen wir nur erst wieder den Joker suchen. Das zweite Mal, dass ich dir Jake direkt nochmal hinterher gefahren bin. Du bist ja deine Aussie gewesen mit dem Auto. Da, ja, Jake, komm, der nochmal. Den Salo hat er ersetzt, sehen wir ja am Helm. Da vorne ist der Minardi vom Jake. Und da löst er den. Oh, Düsch. Und ach so, Button, und die drehen sich unabhängig von euch da weg. Ah, ich nehme halt diese schöne Kamera, diese. Die Streckenkamera. Die erste Kurve kann man dann nicht sehen. Oh ja, das sollte man. Sollte man auch sehen. Aber aus der Sicht von. Joker. Besser gesagt, ist die Sicht ist ja scheißegal. In dem Fall muss man ja die Streckenkarten anwählen. Über die nächste Kamera. Hier. Ende war es. Ende. Da, die erste Kurve. Ende. Ah ja, hier kommt's jetzt. Vielleicht können wir es noch ein bisschen rauszoomen. Das will ich den Gang. Da kommen sie jetzt rein. Da biegen sie die erste Kurve ab. Da fliegt gleich mal Mika und der Beißler. Und uiuiuiuiui. Da hat es also richtiges Chaos gegeben. Und dann gehen wir mal in die nächste Kamera. Da stehen sie alle. Da könnte man es auch nochmal zurückspulen. Der Schlüpper Johnny war halt auch genau neben Jake und dreht sich dann da weg, ey. Das haben sie in dem Spiel auch gut gemacht. Ich glaube, diese Kameras hast du alle im zweiten Teil ja dann nicht mehr. So richtig. War ja alles. Kann ja nicht. Die Kameras bei Project Cars 2 sind ja doch im Vergleich zu dem. Also, weil Project Cars 2 ja die Engine geliefert hat, sind ja dann doch im Vergleich zu dem gebauten Release dann doch relativ begrenzt. Aber die Kameras finde ich im ersten Teil einfach schöner gemacht. Schalt, da dreht sich der Herbert weg. Auf Wiedersehen, Johnny. Aber jetzt kommen wir zu der Friedhofskurve, nenne ich sie einfach mal. Da kann man schön durchschalten, wie sie da einbiege. Die rutscht ja alle schon weg. Da kommt das eine S. Ist das die Friedhofskurve schon? Ah ja, das war sie. Mal näher ranzoomen. Mal noch näher ran. Uiuiui. Das ist mal eine schöne Perspektive. Da war sie, unsere Friedhofskurve. Das ist diese erste Stelle, wo ich auch fast nie bekommen habe, richtig? Und die KI kriegt sie gar nicht. Da ist der Benetton vom wahrscheinlich Physico als Führender eingebogen. Und Ralf, und wie sie da reinfliege. Eieieiei. Also sowas möchte ich gerne mal in der aktuellen Formel 1 sehen. Sowas, wie sie da alle in der Kurve reinrutschen. Das erinnert mich ja an Malaysia 2001, als der Starkregen da runterkam. So rutschen die weg. Nur Regen gibt es leider in dem Spiel nicht. Das wäre auch noch lustig gewesen, hätte sie das damals schon hingekriegt. Und da kommen Button und Mika rein. Alter, wie sich die da alle noch ineinander reindrehen hier. Ja, hier sieht man die Kurve, jawohl. Da. Ich hab das schön angezoomt, wie sie dann da. Und da stehen vier und die sind dann wahrscheinlich nicht mehr weggekommen, die vier. Die sind dann einfach stehen geblieben. Achtung, der Ralf, was macht denn der mit dem Arrows, der Ralf? Begatten. Das sah wie ein acht bis zehn haben sich darin geknallt. Das sah aus, das sah wie ein versuchter Geschlechtsverkehr aus, der nicht zu Ende gebracht wurde. Das war Button, der das gemacht hat. Und dann der Ralf, der knallt schon mal an die Wand. Und da war der Arrows dann weg.
Alter, wie spät die denn aber auch nochmal versuchen, denn da welche loszukommen. Ja, stimmt, Ralf denn da mit dem Aerostar, Bumo, dann war der Ferrari nicht fährt der... auch noch erst Oh, da dreht sich dann der Ferrari weg und knallt dem Williams drauf und räumt den weg. Aber sind die in der Kurve nicht dann nochmal in der zweiten Runde gewesen? Ja, ja. Da müssen wir da nochmal auf diese Kurve drauf gehen wieder. Alter, jetzt aus einer anderen Perspektive. Die ist auch nicht schlecht hier. Da müssen wir ja, du kannst ja oben und unten, kannst ja schön hier nach oben, so zack. Ja, das sehe ich jetzt auch. Habe ich jetzt auch erst gemacht. Jetzt bin ich sogar noch besser dran als in der ersten. Als spulen wir das nochmal zurück und gucke dann in der Runde 2 ja nochmal das ganze Feld zur Hälfte dahin gekachelt ist. Und sonst kannst du eigentlich schnell spulen und mal durchschalten. Da findest überall einen Dreher irgendwo. Da war der Jake noch nicht ganz vorne, glaube ich, in Runde 2, gell? Weil da fahren noch zwei Minardis. Echt Alter, wie sich der McLaren da wie so ein Brummkreisel dreht und dann bumm. Eieieiei. Ich glaube, Joker hat es besser eingefangen. Ja, da sind es aber nicht mehr so viel Dreh-Action. Ach ne, da kommt Joker und da kommt Jake jetzt dann. Da wird irgendwann Joker kommen. Ja, Ariel in der zweiten Runde. Ja, McLaren. Oh, der Arrows. Da kommt Joker und sieht, wie der Mika sich da dreht. Und der parkt sich dann ein. Dann der Prost. Boah. Da kommt der Mika wieder zurück. Da steckt ein Jordan. Ja, Runde 3 haben sie sich da auch nochmal wieder schön. In derselben Kurve? Ja, wie immer halt. So wie immer halt. Machen wir es wie immer. Genau, deswegen gucken wir, bleiben wir gleich bei der Kurve und gucken noch Runde 3 an. Die Deutschen machen wir es wie immer. Was heißt denn wie immer? Ja, wie immer halt. Nix. Da kommen sie wieder, wie immer halt. Angeführt von Jacques Villeneuve. Muss ja, weil ich war ja weit weg vom Schuss. Na, Schack. Oh, Schack. Das ist aber... Eieieiei. Da war... Ach so, und da kam dann Jake in Führung irgendwann. Weil ich sich da weggelötet habe. Da oben steht der Jordan. Da müsste irgendwann ein Joker reinkommen. Da dreht sich der Jaguar. Da. Da hinter Joker. Hinter Joker kommt der Pornoralle wieder aus dem Kies und dann kommt Mika. Ne, da kommt DC angeflogen. Und knallt dem Frenzen vors Auto. Der Under Jordan fliegt dann ab. Und ne, das muss dann Minardi gewesen sein. Grüße an Weibold mit dem Jogi gefallen. Das muntere Drehen von Kialami hatten wir ja schon. Das ist jetzt der F1-Friedhof von Autopolis. Muss ich mir sofort gleich merken, kann ich mir nachher in meine Textdatei der Folgentitel noch reinschreiben. Brauche ich mir die nämlich gar nicht mehr angucke dann. Oh, von der Helikopterkamera ist auch geil, die da oben ist. Wie da gleich mal ein Jordan und ein... Ach, das ist das vor der Brücke. Da kann man auch mal vorspulen. Da parken sich jetzt... Mir da komme ich mit meinem BR angehumpelt. Da Helikoptercam und dieses S vor dieser Brücke, da haben sich auch immer gern eingeparkt. Ja, das konntest du eigentlich zwar teilweise jetzt gut erkennen hier. Da, wo sie sich halt jetzt alle weggeballert haben und dann ja der letzte Abschnitt da hoch. Da ist der Ferrari dann. Das ist ja gleich nämlich so hier rüber zu sehen. Ja, könnte man tatsächlich so rüber gucken, naja. Ich glaube, ich bin aber so weit es geht. Durch. Hast du recht, hätte man auch da oben drüber. Ja, hier die Helikopterkamera tatsächlich hier. Oh, hier ist die Map. Hier ist die Map zu Ende. Hier ist Unendlichkeit. Und da vorne ist die Strecke. Oh, jetzt ist die Strecke weg. Ach, da ist sie wieder. Nicht schlecht. Aber ich würde sagen, wir lassen es bei dem Replay für gut sein.
Und ich screenshotte mir das eh erst später nochmal raus. Denn Herr Jake wird gerne auch die 2-1 erfahren. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, machen wir mal die Folge hier einen Abschluss. Ich sage schon mal wieder danke Jake und Joker fürs Mitfahren, euch fürs Zugucken. Ja, auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage schon mal, keep racing und Rufitrloke. Merci vielmals. Lie.